Mein Name ist Nina Samson und ich möchte in meinem Talk heute darüber sprechen, warum mehr Freiheiten und weniger Kontrollen die Basis eines digitalen Unterrichts sind. Wenn man Smartphones oder digitale Tools mit in den Unterricht einbindet, kann man somit die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler abbilden. Das erzeugt eine höhere Motivation und gleichzeitig steigert es die Beteiligung der Schüler. Allerdings öffne ich damit meinen Unterricht auch. Selbstständiges Arbeiten bedeutet nämlich, dass der Unterricht ergebnisoffen gestaltet wird. Dadurch habe ich eine geringere Planbarkeit als Lehrer und könnte eventuell so etwas wie einen Kontrollverlust empfinden. Über eben einen solchen Kontrollverlust würde ich gerne etwas sagen, denn sowas ist mir letztens auch passiert. Ich habe meine Schüler kollaborativ online an einem Dokument arbeiten lassen. Sie haben also gemeinsam, live und anonym an etwas gearbeitet. Als sie gemerkt haben, dass sie wirklich alle gemeinsam daran arbeiten und es jeder jederzeit sehen konnte, haben sie angefangen, sich auszutesten. Es sind so ein, zwei mehr oder weniger Beleidigungen hin und her geschickt worden. Dann hat jemand herausgefunden, dass er nicht nur seine Schriftfarben, sondern auch die Schriftfarben aller anderen ändern konnte. Letztendlich hat das Ganze gegipfelt in der Löschung des gesamten Dokuments. Das heißt, alle Arbeiten aller Schüler waren verloren. Jetzt stehe ich als Lehrer oder als Lehrerin in diesem Moment an einem Scheideweg in meinem Unterricht. Ich kann entweder das Experiment digitaler Unterricht abbrechen und für gescheitert erklären, oder die zweite Möglichkeit wäre, dass ich mit so einer, ich sag mal, Entgleisung eventuell schon rechne und sie mit in meine Unterrichtsplanung einbeziehe. Dann, wenn ich das so mache, können die Schüler trotzdem weiterarbeiten. In dem Moment, wo sie weiterarbeiten, gebe ich die Verantwortung für ihr Produkt wieder in ihre Hände. Dabei fördere ich gleichzeitig die Selbstständigkeit. Das bedeutet, ich habe keinen Kontrollverlust erlitten, sondern ich erlebe eigentlich so etwas wie einen Vertrauenszuwachs auf beiden Seiten. Denn die Schüler erleben, dass sie in meinem Unterricht Fehler machen können, dass sie sich ausprobieren dürfen, dass das alles Teil meines Unterrichts ist. Zurück in meinem Beispiel habe ich das genauso getan, ganz spontan, und erlebte plötzlich, wie die Schüler sich ausgetauscht haben. Sie haben sich kritisch zu den Arbeiten der anderen geäußert, gaben sich gegenseitig kreative Lösungsvorschläge. Sie haben ihr gesamtes Dokument nochmal gemeinsam überarbeitet und es dann zur Bewertung abgegeben. Das heißt, durch diese offene Herangehensweise hat mein Unterricht so etwas wie eine Art Transformation erfahren. Alle Teilnehmenden, also Schüler und auch ich als Lehrerin, war gleichberechtigt beteiligt. Das heißt, durch diese Freiheiten wurde ermöglicht, Verantwortung zu übernehmen. Und das stellt für mich die Basis eines zeitgemäßen Unterrichts dar. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen.